Am Anfang steht eine Idee. Und dann braucht es geballtes Know-how, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Sei es zu den Themen Finanzierung, Förderung, Netzwerken, Rechtsfragen oder Marketing. Am besten unter einem Dach. Dieses Angebot bietet die Gründermesse, die nun schon zum 4. Mal im Messekongress Graz veranstaltet wird. Für den Besucher kostenlos. Wir sehen das ja, dass sie sehr starken Zuspruch hat. Ich habe heute Morgen, wo ich reingekommen bin, volle Säle schon gesehen, gleich nach der Eröffnung. Und da zeigte sich, dass ein gewisser Bedarf da ist. Hier haben wir eine Plattform, wo quasi der Gründer oder der Start-up-Unternehmer der Zukunft alles vor Ort findet. Von rechtlicher Beratung, wir haben Workshops hier, es gibt Keynote-Speakers. Also hier kann man sehr viel für sich persönlich mitnehmen. Die Anzahl der Messebesucher ist wie die Anzahl der Aussteller von Jahr zu Jahr gestiegen. Die Motivation der jungen Selbstständigen ist hoch und die Geschäftsideen sind vielseitig. Ich habe einen Online-Party-Shop für Partydekorationen. Herbst 2015 habe ich das Unternehmen Yoga XL gegründet. Das ist Yoga für übergewichtige Menschen. Informationssysteme, Digitalisierungen und Werbung, Marketing für Unternehmen. Ja. Einen Online-Shop für Füllfeder und Premium-Tinte. Das ist jetzt eine gute Chance, einmal alle Informationen auf einem Platz quasi zu bekommen. Und den Mut zu bekommen, dass wenn die Idee auftaucht, dass ich die dann auch umsetzen kann. Urmotivation ist eigentlich, dass ich meinen Geist quasi verwirklichen kann und das, was mir am Herzen liegt, einfach mit vielen, vielen Menschen teilen kann. Gegründet wird in der Steiermark seit Jahren ungebrochen. 2016 waren es wieder knapp 4000 Jungunternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Der wachsenden Anzahl an Förderungsansuchen begegnet man auch in der steirischen Wirtschaftsförderung SFG äußerst positiv. Hier haben wir zum Beispiel im Bereich der Beratung Förderungsmöglichkeiten, im Bereich der Investitionen und bei Gründerinnen und Gründern auch im Bereich des Marketings. Fast 50%, also etwas über 46% dieser Gründungen erfolgen durch Frauen, die auch sehr, sehr beständig ihre Ideen verfolgen. Die Anzahl der steirischen Unternehmensgründungen steht im österreichischen Spitzenfeld. Dabei wird das umfangreiche Beratungsangebot der WKO gerne genützt. Das Gründerservice hat heuer in den Regionalstellen und in der Geschäftsstelle in Graz und im Gründerservice in Graz an die 47.000 Gründungsberatungen gemacht. Das ist eine gewaltige Arbeit, macht wirklich viel Spaß, wenn ein dynamisches Land da ist, wenn es richtig rund geht in der Wirtschaft. Dass Gründer einen Wirtschaftsstandort beleben, weiß auch die Stadt Graz. Jungunternehmer und Unternehmerinnen können hier zahlreiche Förderungsmaßnahmen und Crowdfunding-Programme in Anspruch nehmen. Gründungen sind ganz, ganz wichtig für einen Wirtschaftsstandort, für einen Wirtschaftsraum und auch für das Stadtbild insgesamt. Und gerade Gründungen, egal ob es jetzt die Kreativwirtschaft ist oder andere Bereiche, spürt man in einem Stadtbild. Wie kann ich für meinen Kunden unwiderstehlich werden? Diese und andere provokante Fragestellungen beantwortet Karrierecoach und Marketingberaterin Doria Pfob in ihrem Keynote-Vortrag. Sie brauchen ein Produkt, womit sich der Kunde identifizieren kann. Und durch dieses Produkt muss der Kunde etwas sein können. Also es reicht nicht, ihm zu sagen, du hast einen gewissen Nutzen, ja, du kriegst ein Fahrradl, das weit fort, sondern ich muss die Herz und die Gefühle erreichen. Weitere Erfahrungstipps aus der Praxis für zukünftige, aber auch bestehende Unternehmer hat Finanzierungsexperte Franz Kerber. Die meisten Firmen erzählen immer, was sie machen, wie sie es machen, selten, warum sie es machen. Und wenn man das umgekehrt einmal denkt und mit dem Warum anfängt, dann findet man automatisch sein USP und da kann man sich unterscheiden. Die Gründermesse 2017. Geballte Information, Know-how und Netzwerken unter einem Dach. Das Publikum war zufrieden. Ich finde die Gründermesse sehr gelungen. Ich war gerade vorher bei der Gründertagung und also speziell die Vorträge, die waren wirklich super und vor allem inspirierend. Wenn ich sonst zu Hause im Homeoffice sitze und dann weiß ich irgendwas nicht, dann muss ich ewig lang im Internet suchen. Und hier hat man alles auf einmal an einem Platz. Man bekommt einen guten Überblick. Es ist eine Veranstaltung, die man weiterempfehlen kann. Jeden, der gründen möchte, aber auch schon gegründet hat. Und wir kommen gerne nächstes Jahr wieder.